Auf geht's, Trader. Heute ist Dienstag. Heute ist der 10. Juli 2018. Es ist 8.35 Uhr Minuten. Der DAX vorbörslich auf 12.577 Punkten. Wir waren bereits in der Indikation an der 12.600 dran gewesen und wir haben es gestern miteinander darüber besprochen. Wir haben miteinander darüber gesprochen, dass die 12.600 ein dickes Brett ist. Bestehend aus ehemals horizontal Unterstützung, jetzt Widerstand, Doppeltop, Nackenlinie, die wieder angelaufen wird. 200er, exponentielle gleitende Durchschnittslinie bei 12.500, die 20-Tage-Linie. Wir haben hier oben bei 12.900 die 20-Wochen-Linie. Wir haben eine offene Lücke, die wir geschlossen haben. Und das ist richtig viel Widerstand, was zusammenkommt. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass der DAX beim ersten Anlauf diese Zone, und ich sage ganz bewusst Zone, um die 12.600 rausnehmen kann. Denn wenn man sich das in der Stunde anschaut, ja, das ist eine sehr stark konstruierte Linie. Einverstanden. Unterstützung, Unterstützung, potenzieller Widerstand 12.630. Das heißt, 12.600, 12.650 hat der Markt sehr viel Widerstand. Jetzt kommen die Bullen aber auch mit Druck und mit Ansage und mit Stärke hier hinein. Und deswegen wird der erste Rücksetzer in Richtung 12.500, falls er in der ersten Handelsstunde kommen sollte, eher wieder gekauft werden. Der DAX hat gerade nochmals in den kleineren Zeiteinheiten Potenzial weiterzulaufen. Man muss auch dazu sagen, wenn man sich das hier anguckt, der Ausverkauf, 50% Retracement bei 12.630 Punkten. So, was machen wir jetzt aus dieser dicken Widerstandszone auf der einen Seite und auf der anderen Seite drücken die Bullen ja gerade richtig noch nach oben. Folgendes, ganz klar, entweder man legt oberhalb der 12.600 ein Limit und sagt, okay, das ist so eine große Widerstandszone. Der hat eine größere Wahrscheinlichkeit, zumindest im ersten Anlauf in Richtung 12.423 zu laufen und versucht hier 200 Punkte zu kriegen und denkt sich, okay, der darf da nicht mehr über die 12.700 drüber gehen. Dann hat man passendes CRV und ein Trade. Aber ihr lauft halt Gefahr, dass der Markt einfach weiterläuft, euch ausstoppt und dann diese Welle macht. Oder man guckt sich das an, ob der Markt im Bereich des Stundencharts irgendeine Art von Trendumkehr hier anbietet, was man traden kann. Oder für diejenigen, die ganz kurzfristig unterwegs sind, die müssen sich halt angucken, ob in einer kleineren Zeiteinheit eine Trendumkehr sich anbahnt, die sie dann traden können. Wichtig ist mir Folgendes, nochmals, wir haben hier eine horizontale Unterstützung, die ist im Bereich von 12.400 mit einer offenen Lücke bei 12.330. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage wiederum, falls die Bären diese Widerstandszone nutzen können, wird der erste Anlauf in Richtung 12.400, 12.320 erstmal gekauft werden. Und wir haben eine größere Wahrscheinlichkeit, zumindest wieder in Richtung 12.5, 12.6 zurückzulaufen. Unwahrscheinlich, zumindest nach meinem Dafürhalten, dass der Markt in einem dann diese Welle macht und in Richtung dieser aufsteigenden Linie zurückgeht. Und ja, obgleich der Markt sehr viel Widerstand hat, würde ich zumindest nicht stark aggressiv darauf wetten, dass der Markt wieder hier unten hinkommen muss. Warum eigentlich? Schaut mal Leute, wir haben, was ich auch schon Anfang des Jahres euch gesagt habe, als der DAX hier über die 13.000 drüber gegangen war, habe ich das richtig in Erinnerung? Wo war denn das? Ist egal. Als der DAX hier Anfang des Jahres eine Widerstandsmarke rausgenommen hat. Ich kann mich nicht mehr so genau dran. Ach doch, das war hier. Hier waren wir über die 13.000 drüber gegangen, waren die 13.300 rangelaufen. Da habe ich gesagt, ich erwarte eher ein Range. Also Stärke wird abverkauft, Schwäche wird gekauft. Das tun wir ja die ganze Zeit. Heißt, es ist aufgrund der Tatsache, dass es übergeordnet seitwärts gerichtet ist, muss der Markt jetzt nicht die ganze Welle machen. Kann er machen? Muss er nicht. Würde der Chart so aussehen, so, bum, budum und so und so und so, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, und so und Pullback, dann könnte man viel aggressiver den Markt short sehen. Aber übergeordnet ist das alles hier noch eine Seitwärtsbewegung. Und wenn ihr sagt, das ist mir alles klein, klein, wie sieht es denn eigentlich so übergeordnet und mittelfristig aus, da empfehle ich euch unsere Ausgabe vom Wochenende. Extrem beliebt. Die Frage, kommt jetzt ein Crash im Jahr 2018? Wie wahrscheinlich ist das? Und da gibt es eine ganz klare Antwort von mir
ob ein DAX-Crash in diesem Jahr wahrscheinlich ist. Solltet ihr euch unbedingt angucken, ist hier oben rechts in der Infobox. Blenden wir euch auch am Ende des Videos ein oder in der Linkbeschreibung, falls ihr diese Ausgabe irgendwo auf Finanzmarktseiten seht, weil unsere Ausgaben sehr, sehr vielen Seiten mittlerweile verteilt werden, kommt gerne auf unsere YouTube-Seite, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke. Dort könnt ihr euch auch mit anderen Tradern unterhalten und vor allen Dingen verpasst ihr keine weiteren Ausgaben. Zum Beispiel zu Gold habe ich euch ebenfalls am Wochenende zur Verfügung gestellt mit der Fragestellung, ist jetzt die Leidenszeit vorbei mit Gold? Können wir weiter steigende Kurse erwarten oder nicht? Auch das und weitere Videos findet ihr auf unserer YouTube-Seite oder auf unserer Homepage www.formationstrader.de. Ich wünsche euch einen gelungenen Handelstag.